Freunde, herzlich willkommen heute auf diesem Kanal und wir unboxen heute das dünnste Apple-Produkt, was es gibt, und es ist nicht das fucking iPad. Los geht's nach dem Intro. So Leute, das neue iPad kam raus und es wurde gemessen als dünnstes Apple-Produkt, und das ist es eigentlich überhaupt nicht. Weil in diesem Bild dazu, ich blende es euch mal ein, sieht man ja, dass die dünnste Stelle gemessen worden ist. Ja, wenn ich natürlich mich auch an der dünnsten Stelle messe oder wiege, ja, dann bin ich auch nicht fett, ne? Dann bin ich auch nicht fett. Also, man sollte es ja wirklich an der dicksten Stelle messen, wo es ist. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann alle so der Hype, oh, das ist das dünnste iPad, das dünnste Apple-Produkt. Schwachsinn, hier, komplett schwach. Aber gutes Marketing, da müssen wir sagen, Chapeau, ne? Also das Marketing ist gut. So, lange Rede, kurzer Sinn, Unboxing. Geht los. Ihr werdet es kaum glauben, was das dünnste Apple-Produkt ist. Ich habe mich bei euch in Unkosten gestürzt, ne? Und es ist auch fast das billigste Apple-Produkt. Nicht die Spitzen, weil die sind nämlich auch dick. Da. Das Apple-Poliertuch. Wer hätte gedacht, dass das dünnste Apple-Produkt ist? Messschieber. Ist das iPad dick? Und die Verpackung von dem Poliertuch? Die ist schon 7 mm. Ja? Das heißt, die ist eigentlich schon dünner als das iPad, wenn man es an der dicksten Stelle misst. Ja, ja. Also wir müssen jetzt 5,1 oder 5,7 mm schlagen. Und das machen wir jetzt. Jetzt packen wir es aus. Hier. Ziehen wir das Ding hier so lang. Hier ist es. Ein Kärtchen gibt es dazu. Wunderbar, wunderbar. Und hier ist dieses Apple-Poliertuch. Hier unten guckt, hier ist das Apfel-Logo. Das ist ein Original. Ich habe mir ein originales Apple-Poliertuch. Also wir machen es fair. Es ist ja zusammen, so war es ja eingepackt. Ne? Und wir gucken jetzt mal, ob das über 5 mm dick ist. Nein, warte, wir machen es so. Auf den Apfel messen wir. Das ist jetzt locker, ne? Wir halten es locker. Das sind 2,4 fucking Millimeter. 2,45. Das dünnste Apple-Produkt, und Apple weiß nicht, dass wir es haben. Ich darf nicht mehr. Wenn wir es jetzt aufklappen und hier messen, dann... Ich lasse es jetzt locker. Na, wie viel sind es? 1,1 noch was. Wir haben Apple mit ihrem eigenen Apple-Produkt um 4 mm geschlagen fast. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und dieses Video jetzt hat mich 20 Euro gekostet. Jetzt noch nicht vom Strom oder den ganzen Hintergrundsystem und allen, aber... Es hat mich, 19 Euro hat es mich gekostet. Und wir haben das dünnste Apple-Produkt der Welt. Wahnsinn, oder? Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Weiß ich wirklich nicht. Ich habe kein XDR-Display oder irgendwas. Aber damit wir noch einen kleinen sinnvollen Verbrauchertipp mitgeben können. Also ihr seht ja, wie dreckig das hier ist. Und polieren hier mal. Naja, ist schon ein bisschen besser. Also 19 Euro, ja okay, kannst du machen, aber bist halt ein Idiot, ne? Und ihr habt einen gefunden, steht vor euch.
In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Pfingstmontag. Und solche Videos, die machen mir richtig Spaß. Das sind die Videos, die machen mir einfach richtig Spaß. In diesem Sinne, Leute, ciao.